Hallo Leute, ich bin Tetzer Freak, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier sind wir jetzt bei den Secret Boss in Kingdom Hearts Birth by Sleep 0.2 Fragment Passing. Ja, den kann man freischalten, wenn man einmal durchgespielt hat und die jeweiligen Symbole hier in Truhe findet. Ich glaube, in der Welt findet man sogar drei Stück. Einmal hier eine. Denn hier direkt am Anfang, wenn man reingeht. Und. Wo ist das? Diese Welt mit den ganzen Säulen, zum Beispiel. Da findet man auch noch eins. Aber egal. Wir wollen mal jetzt hier reingehen. Yeah, ein Schattenbauer. Lass uns die ganzen scheiß Wichser hier erledigen. Und natürlich kriege ich ihn so auf die Fresse. Yeah, natürlich Level 80. Und dann ist ja gleich die Geschichte der Boss. Also der erste. Es gibt hier 5 Kämpfe. Und das war der erste. Natürlich bin ich bewusstlos. Ich will erstmal loswerden, der Scheiß geht mir. Oh, weg damit. Und schon wieder so ein Fall. Lass mal den ersten loswerden hier.
nächsten. Ach Mann, ey. Komm los. Feuer, Feuer, Feuer. Los, gib mir Feuer. Drecks Wichser, ey. So, das war der zweite Kampf. Da waren die ganzen Gegner auch weg. Aber jetzt fürchte ich, der vierte Kampf wird mit dem Leben ein bisschen schwer jetzt. Los, Hilfe, ich bin voll. Oh, jetzt kann ich loslegen. Das ist ja doch gleich Geschichte. So, das war der vierte. Und jetzt kommt der letzte. Der am schwierigsten ist. Oh, da hab ich schon mal schon Ausraster bekommen. Alter, hätte ich mich doch lieber... Alter. Ja. Deswegen hasse ich den Gegner, ey.
jetzt 3 Stück. Natürlich habe ich zu früh gemacht. Das war mein Verhängnis. Die verhört doch länger, als ich dachte. Jetzt kommt wieder die Eiskristalle. Und jetzt zur Geschichte. Bam! Und ja, das war der Secret Boss. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal in anderen Projekten los. Bye bye!